Hause. Sam, anscheinend hast du einen Einbruchssensor ausgelöst. Diese Sensoren reagieren auf dich, nicht auf deine Frau. Pass auf, das könnte Ärger geben. Wirst du die bestimmt nicht los. Halt die Augen offen, ja? Okay.
Unglaublich, wie schnell du warst. Hey, pass auf dich auf. Wäre bitter, so jemanden wie dich zu verlieren. Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Diese Separatisten-Ärsche denken echt, dieses Land gehört ihnen. Vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße! Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Ah, ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal, hä? City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Ruh dich in deinen Raum aus und prüf vor der Abreise deine Ausrüstung. Deine Arbeit wird... sind da. Sie haben Edge North City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot, die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmerstreifen geht es. Sie sind überall. Wo ist dein Capo? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten.
Hey, Sam, ich habe wichtige neue Informationen. Vor kurzem dank deiner Bemühungen um das chirale Netzwerk geborgen. Es, geht um BBs. Ich habe das selbst ausgegraben, nur damit das klar ist. Niemand hat es mir befohlen. Und wenn jemand fragt, schieb alles auf mich. Du sollst nicht darunter leiden müssen. Du hast dir einfach nur mein Gelaber angehört, okay? Jedenfalls hat Bridges wohl nicht als erster wieder BB-Technologie eingesetzt. Es war eine Separatistengruppe. Laut den Aufzeichnungen Terroristen, die gegen die Expansion der UCA waren, sie begannen vor etwa 3 Jahren, sie zu benutzen. Etwa zu der Zeit, als Bridges 1 anfing, sich nach Westen zu begeben. Anscheinend hatten diese Separatisten ebenfalls Probleme mit GDs und wollten sie aufspüren, um sie vielleicht auf uns hetzen zu können. Als Bridges das erfuhr, wurde entschieden, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und als Abwehrmaßnahme fortan BBs zu benutzen. Vielleicht wurde deines zu genau diesem Zweck in Betrieb genommen, was jemand vielleicht verschleiern wollte, denn die Dienstakte von BB-28 fehlt. Ich fand es immer seltsam, dass wir so bereitwillig Technologie einsetzen, die wir kaum verstehen. Jetzt wissen wir warum. Wir ahmen schon von Anfang an die Methoden und Techniken anderer nach. Aber du solltest noch mehr wissen. Es geht um die ursprünglichen Bridge-Baby-Experimente. Das Wenige, das ich finden konnte, deutet darauf hin, dass sie etwa um die Zeit des gestrandeten Todes begannen. Sie wurden auf Manhattan Island an der Ostküste durchgeführt, das vollständig ausgelöscht wurde, und zwar fast sicher durch einen Leeresturz. Damals hatten diese Experimente die volle Unterstützung und Akzeptanz der amerikanischen Regierung. Es ist nur Spekulation, aber ich vermute, dass das BB-Programm ersonnen wurde, um ein besseres Verständnis vom gestrandeten Tod zu erlangen. Doch aufgrund von Bedenken rund um Ethik und Sicherheit war die Öffentlichkeit strikt gegen das Programm. Trotzdem machten sie weiter. Und ich glaube, als sie versuchten, die größte Katastrophe ihrer Zeit zu verstehen, verursachten sie eine weitere. Ich sollte auch erwähnen, dass der Präsident selbst bei der Explosion starb. Nach seinem Tod, als ihm die damalige Vizepräsidentin Strand nachfolgte, wurden die Experimente per Regierungserlass ausgesetzt. Dokumente wurden geschreddert, Anlagen stillgelegt und alles unternommen, um den Anschein zu erwecken, die BBs hätten nie existiert. Was die Frage aufwirft, wie es kam, dass irgendeine Separatistengruppe die Technologie Jahrzehnte später reaktivieren konnte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich auf etwas stoße. Sam. Sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Die Einwohner von Mountain North City haben ein dringendes Problem, das gelöst werden muss. Aus dem Boden in der Nähe der Stadt steigt eine teerartige Substanz hoch. Die Menge nimmt stetig zu und es wird nicht lange dauern, bis sie sich in die Stadt ergießt. Auch innerhalb der Stadt wurde schon Auswurf gemeldet. Wenn wir nichts unternehmen, könnte die ganze Stadt in naher Zukunft vom Teer verschlungen werden. Haben einen Auftrag aus Mountain North City. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Thank you.
Ein Rat, Sam. Der Behälter für diese Antimateriebombe ist nicht auf lange Transporte ausgelegt. Die Antimaterie wird von empfindlichen magnetischen Fängen aufgeteilt. Ein schwerer Stoß, waghalsiges Fahren, ein unausgeglichener Schweber. Viele Dinge können die Fänge beschädigen. Werden im Behälter Anomalien registriert, sollte ein Alarm losgehen. Wenn er auslöst, machst du was falsch. Und wenn die Bombe explodiert, haben wir ein riesiges Problem. Ein katastrophal riesiges.
Ordnung, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Granate Typ 2.